Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu diesem neuen Vlog. Und zwar ist dieser Vlog etwas anders als die anderen Vlogs. Ich nehme euch also nicht normal irgendwie einfach mit durch meine Woche, sondern ich habe vor, etwas für den Deutschen Buchpreis zu tun. Ja, es gibt ja eine Internetseite, dort sind alle vier Longlist-Finalisten, sagt man das so, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind die dort alle vorgestellt und man kann sich zu jedem einzelnen Buch eine Hörprobe anhören. Und das habe ich getan. Ich glaube, es sind 20 oder 16 oder sowas. Und drei sind in die engere Runde gekommen. Und ich habe bei den Verlagen jeweils nachgefragt, ob die sich an meinem Video beteiligen möchten, indem sie mich mit dem Buch ausstatten. Und zwei von den Büchern sind heute schon angekommen. Die zeige ich euch gerade. Das eine ist Vater Unser von Angela Lehner. Ich habe sogar zwei Hörproben, beziehungsweise eine Hörprobe, eine Leseprobe von diesem Buch gelesen und es geht um eine Verrückte. Wir lesen also die Perspektive einer Verrückten und es schwingt da etwas ganz Komisches mit. Also ich glaube, es platzt eine ziemlich große Bombe und die Enthüllung ihres Charakters ist am Ende dann sehr viel extremer, als man jetzt vielleicht mit dieser Leichtigkeit und diesem Humor, der da so ein bisschen mitschwingt, ahnt. So ist meine Erwartungshaltung, aber auf jeden Fall habe ich mich bei den beiden Proben, die ich genommen habe, unheimlich kaputt gelacht und das passiert mir wirklich selten in Büchern. Ich bin ja nicht so der Mensch, der so auf Komik in Büchern steht, aber die hat so eine lustige Art und Weise gehabt, mit den Mitmenschen umzugehen und die Dinge um sie herum wahrzunehmen, dass ich das einfach lesen muss. Und ja, das zweite Buch, das ist Gelenke des Lichts von Emanuel Mess. Und ich hatte das in einem Video, ich glaube im Februar ist das erschienen, da habe ich euch schon das mal in den Neuerscheinungen gezeigt und war mir ganz unsicher bei dem Klappentext, weil der sich sehr, ich sag mal, abstrakt anhörte. Und auch hier habe ich die Leseprobe gelesen und der Protagonist erzählt im ersten Moment von der Begegnung mit dem Mond und was er dabei empfindet und dass er sich nach jemandem sehnt. Und das war so derart poetisch, dass ich gar nicht verstanden habe, warum es dann auf einmal um Trabanten und die DDR ging. Also es war ein sehr kontrastreicher Umschwung, aber es war definitiv sehr interessant und es konnte mich reizen und deswegen will ich das auch unbedingt lesen. Und jetzt gerade aktuell starte ich in diesem Moment eine Umfrage auf Instagram, welches Buch ich zuerst lesen soll. Ein drittes Buch werde ich auch noch in diesem Video besprechen, das ist aber noch nicht da, deswegen kann ich es euch noch nicht zeigen. Und ja, vielleicht ist da noch ein kleiner Überraschungseffekt für euch. Ja, und ich bin gespannt, welches Buch es wird. Das werde ich euch dann gleich erzählen. Das Wasser kühlte mir die Zehen, während ich versuchte, dem Verhältnis der Elemente auf den Grund zu gehen. Zwar war eine Weile vergangen, seit der Alte die Wasser voneinander getrennt und das Himmelsgewölbe dazwischen geschoben hatte. Noch immer aber wiesen Naturell und Habitus der beiden auf gewisse Verwandtschaftsverhältnisse hin. Selbst wenn Vater Äther ab und zu ein wenig reserviert und bedeutungsvoll tat und auf die leicht borderline gestörte Seetochter hinabzublicken schien. Solange ich das Geplauder der beiden verfolgte, um herauszuhorchen, ob sie sich schätzten, für den Abend verabredeten, über Licht und Luft miteinander korrespondierten. Bald musste ich erkennen, dass sie offenbar Besseres im Schilde führten, als sich auf meinen klappernden Satzgerüsten niederzulassen. Ja, ihr habt es gesehen, es ist Gelenke des Lichts geworden. Ich bin gerade mal auf Seite 24, aber ich kann schon erkennen, dass es ein sehr, sehr besonderes Buch ist. Also erstmal ist es die Perspektive, es ist also in der zweiten Person geschrieben, es ist eine Du-Ansprache. Und man kennt das vielleicht so aus Briefromanen oder so. Der Protagonist spricht direkt seine Geliebte an und erzählt davon, dass er sie eben als Kind schon kennengelernt hat und immer an die Ostsee gefahren ist. Manchmal verstehe ich nicht so ganz genau, was er meint. Er ist also wirklich ein intelligenter Schreiber. Er benutzt auch
Fremdworte. Er kann es so schreiben, dass eine Resonanz mitschwingt, so ein gewisses Gefühl. Und das kann er mit seinem Text sehr gut vermitteln. Und ich finde es bisher großartig. Ich kann verstehen, warum es für den Deutschen Buchpreis nominiert ist, weil er sprachlich ganz herausragend ist. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wohin die Geschichte geht. Und mittlerweile kann ich eigentlich ziemlich schnell lesen, aber das Buch muss ich doch recht langsam lesen. Nicht, weil es keinen guten Lesefluss hat, sondern weil er einfach so dicht und so reichhaltig schreibt. Ich bin gespannt, wie weit sich das durch das Buch durchziehen kann und was er noch alles vermitteln kann. Aber allein diesen Satz, den ich euch gerade vorgelesen habe, den fand ich schon ziemlich großartig. Und ja, mal gucken. Ich lese jetzt noch ein bisschen weiter. Entweder ihr kriegt heute noch ein Update oder dann morgen. Aber das seht ihr ungefähr jetzt. Es ist schon der nächste Tag und ich bin mit Gelenke des Lichts auf Seite 107, das ist Kapitel 6. Also es geht bei dem Buch weniger um den Plot, also es hat eigentlich nicht so wirklich Plot. Er erzählt von sich und der Zeit vor der Wende, also als die DDR noch bestand und er hat im Osten gelebt. Und er webt in seine Geschichte Porträts der Städte ein, in der er gelebt hat. Und das macht er auch sehr toll, also er ist sehr, sehr kultiviert. Ja, aber es geht nicht um die Person, die er hier anschreibt. Das ist ja in der Du-Form geschrieben, also in der zweiten Person. Ich habe mein Bestes getan, aber so schnell komme ich in dem Buch nicht voran. Das liegt einerseits daran, dass natürlich die Sprache sehr, sehr dicht ist in dem Buch. Auf der anderen Seite wird der Lesefluss bei mir immer wieder so ein bisschen gestört, weil sehr viele Wortfindungen und Begriffe sind, bei denen ich sozusagen stehen bleiben muss und mir die genau angucken muss, was er jetzt damit meint. Er hat einige Fremdwörter drin, die ich gar nicht kenne, die ich nachschlagen muss. Stellt euch vor, es gibt einen Menschen, der einen literarischen IQ von Einstein hat, der bewusstseinserweiterte Mittel nimmt und der seiner großen Liebe, der Liebe seines Lebens, einen Brief mit 250 Seiten schreibt. Dann könnt ihr euch vorstellen, was Gelenke des Lichts ist. Schreiben ist ja nicht nur eine Informationsveranstaltung, es ist ja nicht nur dem Austausch von Informationen gedacht, sondern Schreiben ist eine Kunstform. Emmanuel Mess hat das auf jeden Fall ausgelebt. Er hat regelrecht erblühende Gemälde, barocke, schnörkelige Worte findet er. Und es ist reichhaltig und es ist wahrscheinlich für den einen oder anderen auch überladen oder hochtrabend. Das Wort habe ich jetzt im Zusammenhang mit dem Buch auch schon mal gehört. Ja, ist es auf jeden Fall. Aber ich weiß, dass ich mich auf sowas einlasse und mich stört das überhaupt nicht. Und ich finde es sehr schön zu lesen. Man muss sich Zeit nehmen, man muss darauf Lust haben. Aber wenn man sich darauf einlassen kann, ist das Buch wirklich einzigartig. Ich habe noch nie sowas gelesen. Der Autor hat eine ganz, ganz eigene Stimme, ganz spezielle Stimme. Er kann das, was er tut. Und das beweist er hiermit. Ich glaube, wenn er etwas weniger auftragen würde, würde er sehr viel mehr Leser erreichen. Aber dann würde das Buch auch sehr viel kommerzieller werden und würde auch an Einzigartigkeit verlieren. Das ist halt so ein bisschen tricky. Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr besonderes Buch und das lese ich heute auf jeden Fall noch weiter. Thank you.
ist jetzt Freitag und ich bin mit Gelenke des Lichts fertig geworden. Ich habe also noch zwei Sitzungen gebraucht. Einmal war ich dann auf Seite Anfang 200 und dann in der letzten Sitzung gestern Abend habe ich dann noch die letzten 50 Seiten gelesen. Er war in Cambridge auf der Universität und ich bin ja England-Fan und da hatte er mich natürlich total mit. Er hat auch sehr viele wunderschöne Landschaftsbeschreibungen. Und was soll ich sagen? Also der Autor blieb seinem Stil im ganzen Buch treu. Ich war immer so ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite hatte ich das Gefühl, okay, jetzt dreht er durch, jetzt fängt er so viele Themen in einem Satz an. Diese Allgemeinbildung kann gar kein Mensch haben, dass er das alles verstehen kann, aber anscheinend versteht er es selbst schon. Und dann war ich auf der anderen Seite wieder völlig fasziniert, weil er es manchmal probiert und fast versucht, die Mannigfaltigkeit der Welt in einen Satz zu packen. Also es ist wirklich unfassbar, man kann dieses Buch nicht schnell lesen, wenn man jetzt so ist wie ich. Ich war mir bei ein paar Sachen nicht so ganz sicher, warum er es so vollpackt. Entweder ist er vom Kopf her so gestrickt, also er findet es normal, die Welt in diesem Maße zu überblicken, oder er will sich was beweisen, das weiß ich nicht. Das kam manchmal so ein bisschen rüber, so ein bisschen neunmal klug von wegen, hallo, ich weiß viel und ich erzähle dir das jetzt alles. Aber aufgrund dessen, dass er einfach wirklich was von Lyrik versteht, das eigentlich auch gereicht hätte, weil das ist wirklich so ein bisschen sein Steckenpferd, er hätte gar nicht dieses neunmal kluge mit reinbringen müssen. Der Roman hätte es überhaupt nicht nötig gehabt, den wirklich derart vollzupacken. Das Ende fand ich übrigens sehr gut. Ich muss die letzten zwei Seiten nochmal lesen, weil ich mir jetzt nicht sicher war, ob ich das richtig verstanden habe. Dieses Buch ist sehr, sehr reichhaltig, sehr, sehr schwer. So viele Informationen, also da schreiben andere 1000 Seiten Bücher drüber. Und er packt das einfach mal in ein 250-Seiten-Buch. Bitte, bevor ihr das einfach losgeht und kauft, lest die Leseprobe, damit ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Es ist kein Buch wie jedes andere. Und ich finde auf jeden Fall, es ist zu Recht auf der Longlist vom Deutschen Buchpreis. Ja, und das nächste Buch, ihr wisst es ja schon, ist von Angela Lena, Vater Unser. Dieses Cover, ne? Da kriegt man auch Augenkrebs von. Also ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber eins muss man im Cover lassen, es sticht auf jeden Fall ins Auge. Vielleicht soll es auch so ein bisschen auf den Wahnsinn unserer Protagonistin anspielen, das kann auch sein. Ich freue mich sehr, sehr auf das Buch und ich lese es dann mal an und werde dann berichten, was da so los ist. Was ich ja noch ganz vergessen habe zu erwähnen, das dritte Buch, was ich in diesem Video noch lesen werde, ist immer noch nicht da. Aber ich habe die Zusage bekommen und ich rechne eigentlich auch heute damit, spätestens morgen. Und da bin ich ja noch mit Vater Unser beschäftigt, aber ich werde euch das Unpacking kurz zeigen, wahrscheinlich jetzt. Meine Lieben, ich hoffe, ihr erschreckt euch nicht. Ich habe irgendwie ein Matschauge über Nacht bekommen. Ich weiß nicht, was los ist. Ich musste meine Wimpern machen. Entweder ich habe einen Gerstenkorn oder irgendwie ist meine Tränendrüse entzündet. Ich habe mich versucht, ein bisschen zu schminken, aber ich glaube, man sieht es trotzdem. Egal. Lesen konnte ich nämlich noch. Ich habe Vater Unser gestartet. Ich bin auf Seite 59 und ich bin hellauf begeistert. Ich bin ja nicht der Typ, der Humor in Büchern mag, aber in diesem Buch lache ich mich ungefähr auf jeder Seite dreimal schlapp. Es ist kein Witz. Diese Protagonistin ist so skurril, so schräg.
Dabei aber auch so genial und so intelligent. Sie ist eine Person, sie heißt Eva Gruber. Die Geschichte geht los, dass sie in einem Polizeiauto sitzt, die Hände auf dem Rücken verbunden hat und die Polizisten vorne sagt, dass sie Durst hat. Die Polizisten darauf erstmal nicht eingehen und mit ihrem Bayerisch dann antworten, an Durst hat's. Ja, an Durst hat's. Und sie denkt dann im inneren Monolog, ja, ich habe einen Durst. Fand ich schon mal super witzig. Sie ist in einer österreichischen Irrenanstalt und bekommt dort einen Psychiater, Herrn Dr. Korb, zugewiesen. Und man ist am Anfang bei ihren Sitzungen so ein bisschen dabei. Es ist irgendwie ein Bruder von ihr mit in diesem Hospiz. Wieso sage ich Hospiz? Irrenanstalt. Der Bruder ist sehr verstört. Er spricht nicht und sie versucht ihn anzusprechen auf ihre barsche und sehr lustige Art und Weise. Aber er spricht nicht mit ihr. Und man weiß halt einfach nicht, warum sie da ist. Und in dem ersten Gespräch mit dem Herrn Korb lässt sie dann die Bombe platzen. Man weiß eigentlich überhaupt nicht, was los ist. Und ich vermute mal, dass am Ende des Buches schon ziemlich krasse Sachen rauskommen. Irgendwas rumort da in ihrer Kindheit. Sie nennt ihre Mutter nur die Mutter und der Vater. Also eine sehr unpersönliche Art und Weise, ihre Eltern so anzusprechen. Ja, ich bin gespannt, was da rauskommt. Also meine Gedanken gehen da irgendwie jetzt in alle Himmelsrichtungen. Aber das Buch lebt wirklich vom Charakter dieser Protagonistin. Sie deckt Dinge auf, sie spricht Dinge an, die in sich in Tabuthemen bewegen. Es ist wirklich eigentlich so eklig. Aber sie erzählt von ihrer Kindheit, sie ist ja christlich aufgewachsen und dann nimmt sie so ein bisschen die Gesellschaft auseinander. Es gab da ja mal so einen ganz ekligen Fäkalporno vor ungefähr 10 Jahren. Ich habe den Gott sei Dank selbst nie gesehen, aber ich habe auch davon gehört. Sie lässt sich dann darüber aus, warum manche sexuellen Anreize irgendwie dann über so eine Schiene laufen müssen. Ich möchte das nicht weiter ausbreiten, weil ich möchte sowas gar nicht propagieren, aber selbst da findet sie irgendwie einen Weg, das zu erklären, warum das für manche Menschen sogar was Heiliges sein kann, und ich fand es genial. Sie schreibt nämlich sehr pointiert, sehr kurze, knappe Sätze, sehr konkret und auf den Sinn bezogen, also überhaupt gar nicht wie Gelenke des Lichts. Das ist wirklich ein ganz anderes Buch und es ist faszinierend, weil es ist wirklich einfach Text, nur 26 Buchstaben, und es können so unterschiedliche Sachen dabei rauskommen. Und Vater Unser gefällt mir auf jeden Fall bis jetzt sehr, sehr gut. Und apropos Angela oder Angela, man assoziiert ja mit diesem Namen etwas, jemanden mittlerweile. Und ja, unsere Autorin Angela Lehner, guckt es euch mal an. Die ist einfach hot. Angela ist hot. Ich finde sie mega heiß. Richtig hübsche Frau. Sie ist 1987 geboren, ein paar Jahre jünger noch als ich. Aber man merkt, sie hat erstens Erfahrung mit dem Schreiben und zweitens hat sie ziemlich geile Gedanken. Ich meinte nicht geile Gedanken, ich meinte kluge Gedanken. Bei dem Roman muss man nämlich aufpassen, was man sagt. Es ist Montag. Gestern habe ich kein Video aufgenommen, obwohl ich es hätte eigentlich tun können. Ich war nämlich schon fertig mit Vater Unser von Angela Lehner, aber ja, gestern war Sonntag und da war ich nicht besonders ansehnlich. Aber egal. Ja, die ersten 100 Seiten waren absolut großartig. Eva Gruber als Charakter ist ganz speziell und ganz besonders skurril vor allem. Man merkt eigentlich schon nach sehr kurzer Zeit, dass man gar nicht so wirklich weiß, was bei ihr Fisch und bei ihr Fleisch ist. Auf jeden Fall merkt man, dass irgendwie mit ihrer Art und Weise sie manipuliert die Menschen. Sie ist frech und überheblich und man merkt, dass sie mit dieser Art und Weise irgendwas kompensiert. Und man möchte natürlich wissen, was. Man möchte wissen, warum ist sie dort in dieser Irrenanstalt. Und sie ist natürlich auch sehr intelligent, schneidet Themen an, die eigentlich wirklich tabu sind. Und ich sag mal so, auf den ersten 100 Seiten ist Angela Lehner das gelungen, was Charlotte Roach gern getan hätte. Gesellschaftskritisch die Dinge beim Namen zu nennen, aber ohne dabei irgendwie abartig eklig zu werden. Also im Grunde skandalfrei zu bleiben. Das ist ihr wunderbar gelungen. Der Rest des Buches, vor allem so die letzten 100 Seiten, das war eine Dreiakte-Struktur, war nicht mehr lustig. Irgendwie hatte das Ganze auf einmal so eine starke Ernsthaftigkeit durch den Bruder. Eva Gruber war ja in derselben Irrenanstalt mit ihrem Bruder und stiftet ihren Bruder zu etwas an. Und ihrem Bruder geht es halt wirklich auch schlecht. Man will natürlich dann am Ende trotzdem wissen, hey, wie geht das jetzt aus? Aber sprachlich war das weniger komplex wie vorher, sehr einfach dann gehalten. Die Sprache ist sowieso leicht lesbar.
Sie ist sehr unmittelbar und direkt und versteht halt auch sehr, was sie meint. Ja, macht das echt gut mit der Sprache, ist leicht zu lesen. Ja, leider hat es in den letzten 100 Seiten so ein bisschen an Spannung verloren und die Fahrt wurde ein bisschen rausgenommen, obwohl einen natürlich jetzt noch angetrieben hat, zu wissen, macht sie es oder macht sie es nicht. Sie hat nämlich einen Plan. Das Ende ist wahrscheinlich für sehr viele Menschen unbefriedigend, weil das Ende macht alles möglich. So lasse ich das mal stehen. Ich fand es gar nicht schlecht. Dadurch werden nochmal ganz, ganz viele Fragen aufgeworfen und man fängt nochmal an, das ganze Buch von vorne zu überdenken. So ein bisschen hat es mich an Ian Reid erinnert, aber es hatte nicht so einen ganz krassen Mindblow-Effekt wie bei den Büchern von Ian Reid, The Ending und The Enemy. Die fand ich ja ganz toll, die Bücher. Aber so ein ähnliches Feeling hat man hier mit sich, nur dass es eben sehr viel lustiger ist. Man weiß halt die ganze Zeit nicht, was stimmt hier eigentlich nicht. Trotzdem kann ich verstehen, warum dieses Buch zum Buchpreis nominiert ist. Eva Gruber als Charakter war einzigartig und hat mir super viel Freude bereitet. Und ja, ich würde auf jeden Fall noch Bücher von der Autorin lesen, weil das Schreiben beherrscht sie und sie bringt die charakterliche Zeichnung mit einer Mimik, einer Gestik, einer kleinen Erklärung sofort auf den Punkt. Das hat mir super gefallen. Ja, am Ende hätte sie noch ein bisschen Gas geben können, aber ist okay, es ließ sich super leicht und schnell lesen. Sonst hätte ich es ja auch nicht in fast einem Rutsch durchgelesen. Ja, und ihr habt schon gesehen, ich habe das dritte Buch bekommen, und zwar Das flüssige Land von Raffaela Edelbauer. Bin jetzt mittlerweile auf Seite 40 und sprachlich finde ich das Buch bisher sehr interessant und auch die Themen, die die Protagonistin anschneidet. Es geht darum, dass unsere Protagonistin gleich am Anfang, gleich auf der ersten Seite erfährt, dass ihre Eltern bei einem Autounfall gestorben sind und der letzte Wunsch der Eltern war es, in einem bestimmten Gebiet begraben zu werden. Und jetzt gerade ist die Protagonistin dabei, erstmal dieses Gebiet ausfindig zu machen. Und ja, dort gehen merkwürdige Dinge vor sich. Und sie ist kurz davor, dort anzukommen und trifft schon gerade auf sehr skurrile Menschen. Und das ist auch der Grund, warum ich dieses Buch angesprochen habe. Es ist so ein bisschen surreal. Also sie konfrontiert hier einen mit Dingen, die eigentlich so nicht sein können, aber gibt vor, als wäre das die Normalität. Es hat mich tatsächlich so ein ganz klein bisschen an Kafka erinnert. Natürlich nicht sprachlich, aber Kafka hat so ein bisschen die gleiche Masche. Der jubelt dir auch was unter, was völlig schräg ist und tut so, als wäre es das Normalste der Welt. Und dass du als Leser irgendwie so ein bisschen ins Zweifeln kommst, so ist das jetzt sein Ernst. So ungefähr ist das ja auch. Ich bin gespannt, wie es sich durchzieht. Es waren schon Passagen über das Raumzeit-Kontinuum dabei, weil sie eine Physikstudentin ist. Und ich bin sehr gespannt, was da noch auf mich zukommt und freue mich sehr darauf, das zu lesen. Und ich denke mal, ich werde auch nicht besonders lange dafür brauchen. Mein Auge ist nicht besser geworden, deswegen zeige ich mich heute mal gar nicht vor der Kamera. Es ist jetzt bereits Mittwoch. Gestern ist die Shortlist bekannt gegeben worden. Und dieses wundervolle Buch ist mit da drauf. Ich bin jetzt ziemlich genau in der Mitte. Auf Seite 160. Hier sind einige Eselsohren. Tut mir ein bisschen leid für die Menschen, wo jetzt das Herz blutet. Aber wenn ich manchmal keinen Marker zur Hand habe, muss ich das leider machen. Aber egal, ich wollte euch was über das Buch erzählen. Ich muss sagen, dieser Kafka-Eindruck, den ich am Anfang hatte, der ist nicht weniger geworden, eigentlich eher mehr. Sie hat also endlich die Stadt, das Dorf gefunden, wo sie hin wollte. Und dort sieht es erstens merkwürdig aus und zweitens benehmen sich die Bewohner auch sehr komisch. Einmal in ihrem Habitus, wie sie sich bewegen, einmal in dem, was sie sagen. Und das andere, wie sie auch zusammenleben. Irgend sowas wie Kafka und Alice im Wunderland mit einer Prise Physik dabei. Bis jetzt gestaltet es sich so. Ich muss sagen, ich komme jetzt nicht besonders schnell voran. Ich finde den Text nicht besonders flüssig zu lesen, weil sie doch einige extravagante Worte auch mit drin hat. Macht mir aber nichts. Es geht mir ja nicht darum, Text unbedingt schnell zu lesen. Bei manchen Metaphern fühle ich mich nicht so ganz mitgenommen. Da verstehe ich jetzt nicht so auf den Punkt genau, was sie meint. Aber auch das ist für mich noch völlig in Ordnung. Und
Ja, ich habe einige Markierungen drin, das heißt schon mal, dass manche Stellen mich beeindrucken konnten. Sonst hätte ich sie ja auch nicht markiert. Und ja, ich mag das Buch. Es ist was Besonderes, es ist sehr extravagant und ich bin ganz gespannt, wie die Geschichte ausgehen wird. Ich bin mittlerweile auf Seite 265 und ich denke mal, ich werde das Buch heute noch beenden. Ich muss sagen, die letzte Passage, wie viel war es jetzt? Ungefähr 100 Seiten, fand ich nicht besonders spannend. Was sie allerdings schafft, ist, dass sie zum Beispiel den Protagonisten beim Sprechen auch eine eigene Stimme gibt. Also die haben eine eigene Art zu reden, benutzen das eigene Vokabular. Das ist mir auf jeden Fall positiv aufgefallen. Ihr Schreibstil ist nicht besonders flüssiger geworden und manchmal hat sie wirklich so Sätze drin, da benutzt sie zwei Fremdworte in einem Satz und da musste ich jetzt auch mal nachschlagen und es macht mir halt immer nicht so einen Spaß. Also sie hätte auch einfachere Worte manchmal wählen können. Ich weiß auch nicht, warum sie das macht, ob das irgendeinen Grund hat oder ob sie kultiviert wirken will. Also ich meine jetzt die Frau Edelbauer. Ja, es kommen aber auch sehr, sehr viele schlimme Dinge ans Tageslicht. Also sie forscht in der Vergangenheit des Dorfes herum, was es mit diesem Loch im Dorf auf sich hat. Das Loch ist völlig unerforscht. Es gibt so viele widersprüchliche Berichte und da geht sie dem Ganzen auf den Grund. Es passieren auch sehr, sehr tragische Ereignisse, viele Unfälle, auch Kinder involviert. Und jetzt gerade war eine Sache auch aktuell. Sie war also gegenwärtig dabei und es sind Menschen zu Tode gekommen und es klingt alles sehr, sehr spannend. Das interessiert mich auf jeden Fall. Also mehr so die physikalische Komponente, weil ich vermute, das hat auch ein bisschen etwas mit Zeit zu tun. Vielleicht stellt dieses Loch in der Stadt sogar ein schwarzes Loch dar oder ein sogenanntes Wurmloch, wie man ja im Volksmunde sagt. Das ist jetzt aber nur meine eigene Vermutung. Dieser physikalische Aspekt interessiert mich sehr daran. Allerdings erreicht mich das Buch emotional bisher gar nicht. Aber ich werde es auf jeden Fall zu Ende lesen und bin sehr interessiert daran, was es denn mit der Geschichte jetzt auf sich hat und mit diesem Loch, das mitten in Deutschland, mitten in einem Dorf, was versteckt liegt, irgendwie auf sich hat. Es ist jetzt Samstag und ich bin gestern mit Das flüssige Land fertig geworden. Es war zum Ende hin leider nicht mehr so meins. Also ich hatte so ein bisschen Schwierigkeiten mit der letzten Hälfte des Buches, weil ich das Gefühl hatte, dass das irgendwie noch so nur so aus fragmentartigen Berichten, nur noch aus Zusammenfassungen von ihrem Erlebten besteht und ich hatte nicht mehr den Eindruck, dass ich irgendwie an irgendeiner Geschichte teilnehme, sondern nur noch darüber berichtet bekomme und diese ganzen Bruchstücke, die sie da aus der Vergangenheit zusammengesammelt hat und die ja, sie auch miterlebt hat, die ergaben für mich irgendwie gar kein richtiges Gesamtbild mehr und die ganze Geschichte hat mich dann doch etwas losgelassen. Ich erhoffte mir natürlich noch eine ganz, ganz tolle Auflösung zum Schluss, aber leider muss ich auch da sagen, dass ich da sehr unzufrieden bin, wie das dann ausgegangen ist, weil ich immer ein bisschen enttäuscht bin, wenn man eine Geschichte mit ganz viel Komplexität aufbläst und ganz viele Sachen mit reinbringt und das einfach dann am Ende nicht auflöst. Da bin ich ein bisschen sauer, weil im Grunde genommen kann man dann ja alles erzählen, wenn man nicht in der Lage ist, das beweisen zu müssen. Und da finde ich, machen die Autoren, die so vorgehen, sich das einfach immer ein bisschen einfach. Ja, Das flüssige Land, also sprachlich fand ich es wirklich gut. Man merkt, dass die Autorin schreiben kann. Hätte noch sehr viel mehr bildhafter sein können und dafür weniger Fremdworte. Ich finde, dass die Kunst des Schreibens eben auch darin besteht, Bilder zu zeichnen und nicht nur einen großen Wortschatz zu haben. Thematisch, die Idee der Geschichte fand ich auch großartig. Es wurde halt nicht so ganz aufgeklärt und das ist schade, weil das Thema fand ich großartig. Insgesamt gesehen, ihr habt jetzt alle drei Bücher hintereinander weggesehen. Für mich war das jetzt, glaube ich, ein Zeitraum von ungefähr 10 Tagen, wo ich die gelesen habe. Ich kann bei allen dreien verstehen, warum die für den Buchpreis auf der Longlist waren. Wenn ich jetzt einen Favorit rauspicken müsste, ich wüsste es nicht. Weil bei der einen war die Geschichte der Idee sehr abstrakt, sehr interessant und mal was anderes. Bei der Geschichte über Eva Gruber, Vater Unser von Angela Lehner, fand ich die Protagonistin großartig und die Perspektive der Geschichte.
und auch die Sprache, also einfach wie die Geschichte erzählt wurde. Und naja, Gelenke des Lichts fand ich sowieso etwas ganz Besonderes, weil es sprachlich über alles hinausging, was ich bisher gelesen habe. Sehr, sehr vollgepackt, fast schon überladen. Man muss es mögen, aber es war auf jeden Fall was Besonderes und der Autor ist überaus talentiert. Jedes Buch hat auf seine Weise irgendwie Aspekte gehabt, die wertvoll waren. Und ich könnte mich jetzt gar nicht entscheiden, welches Buch das jetzt gewinnen sollte. Und ich bin auch froh, dass ich da nicht in so einer Jury bin, die das entscheiden muss. Ja, aber ich bin sehr dankbar, dass ich diese drei Bücher gelesen habe und lesen durfte. Vielen Dank nochmal in die Verlage, dass ich da unterstützt wurde. Und ich freue mich, dass ihr bis zum Ende hin dran geblieben seid und dass ihr Interesse für die Bücher aufgebracht habt. Und ja, ich hoffe, im nächsten Vlog ist dann mit meinem Auge auch wieder alles in Ordnung. Und ich hoffe, dass ihr auch wieder einschaltet. Ich freue mich. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye.